Die geht jetzt los in Berlin. Wir gehen live nach Berlin. Peter Altmaier und dem Bundesminister für Wirtschaft und Technologie, Dr. Philipp Rösler. Und Sie haben mitgebracht Professor Dr. Andreas Löschel, den Vorsitzenden der Expertenkommission zum Monitoring-Prozess. Und das ist auch das Thema dieser Pressekonferenz, die Vorstellung des ersten Monitoring-Berichts Energie der Zukunft. Herr Rösler, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Freitag, lieber Kollege Altmaier, sehr geehrter Professor Löschel, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Energiewende ist ambitioniert in ihren Zielsetzungen. Und da wir in vielen Bereichen Neuland betreten, ist es richtig, die Energiewende und die Entwicklung des Energiemarktes kontinuierlich und detailliert zu beobachten. Zu diesem Zweck haben wir diesen Monitoring-Prozess aufgesetzt, in dem die Umsetzung der Maßnahmen des Energiekonzeptes und die Fortschritte, aber auch die Probleme bei der Zielerreichung regelmäßig überprüft werden. Ein jährlicher Bericht stellt die Fakten dar. Alle 3 Jahre wird ein umfangreicher Fortschrittsbericht erstellt. Und heute legen das Wirtschaftsministerium, das Umweltministerium den ersten jährlichen Monitoringbericht, wie hatten eben schon gezeigt, gemeinsam vor. Der Bericht dokumentiert all die Maßnahmen, insgesamt 160, die auch im Anhang tabellarisch mit aufgeführt sind, zur Umsetzung der Energiewende in Deutschland. Und es wird auch kommentiert durch unsere Expertenkommission. Professor Löschel hier als Vorsitzende dieser Kommission wird dazu dann noch Stellung nehmen. Vielleicht die wichtigsten Aussagen des Monitoringberichtes der Bundesregierung. Der vorliegende Bericht zeigt, die Bundesregierung ist bei der Umsetzung der Energiewende ein gutes Stück vorangekommen. Der Energieverbrauch ist rückläufig. Die Energieeffizienz verbessert sich kontinuierlich. Erneuerbare Energien tragen immer stärker zur Energieversorgung mit bei. Das führt auch zu sinkenden Treibhausgasemissionen. Und obwohl wir 8 Kernkraftwerke vom Netz genommen haben, ist die Versorgungssicherheit nicht gefährdet. Es gibt also nach wie vor eine zuverlässige Energieversorgung. Die Grundlagen für einen beschleunigten Netzausbau sind gelegt. Gerade heute haben wir im Bundeskabinett das Bundesbedarfsplangesetz beschlossen, was ja die Grundlage dafür sein soll, den bisherigen Bau- und Planungszeitraum von Netzen von derzeit 10 Jahre auf 4 Jahre zu verkürzen. Also ein wichtiger Schritt heute auch im Bundeskabinett, der sich auch schon hier in dem Monitoringbericht dann widerspiegelt. Es bleibt aber noch einiges an Herausforderungen. Insbesondere das Thema Energiekosten. Zunächst einmal kann man die Kostensteigerung größtenteils auch zurückführen auf die Preissteigerungen im Bereich der fossilen Brennstoffe, Erdgas, Erdöl und Kohle im Berichtsjahr 2011. Im Übrigen war in diesem Jahr ein Rekordhöchststand bei den Preisen festzustellen. Umso wichtiger ist es, dass wir bei den Dingen, die wir selber in der Hand haben, ebenso auf die Bezahlbarkeit achten. Hier geht es konkret um das Erneuerbare-Energie-Gesetz. Hier geht es um die Förderung der erneuerbaren Energien, die auch zu Kostensteigerungen führen. Und deswegen haben wir ja gemeinsam beschlossen, als Regierungskoalition bis März 2013 ein Konzept für eine grundlegende Reform dann vorzulegen. Ich glaube, es ist selbstverständlich, dass dieser erste Monitoringbericht kein abschließendes Urteil zulässt, sondern es ist eine Feststellung, wie ist die aktuelle Lage bei der Umsetzung der Energiewende in Deutschland. Und nochmals, wir sind, und damit meine ich alle Beteiligten, ein gutes Stück vorangekommen, denn Sie dürfen nicht vergessen, die Energiewende ist kein Projekt für Monate oder einige wenige Jahre, sondern eher für Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte, denn die Energieversorgung, die Planung gehen ja weit über das Jahr 2022 auch hinaus. Insofern kann man zufrieden sein mit dem Erreichten. Und unser Ziel ist es, das, was bisher erreicht wurde, hier darzustellen, offen darzustellen mit den weiteren Herausforderungen, aber eben auch mit dem Erreichten. Wir wollten keinen geschönigten Bericht, sondern eben ein realistisches, aktuelles Lagebild beim Umbau der Energieversorgung. Und wir wollten es nicht nur für uns darstellen, wenn die Bundesregierung selber ihre Leistung lobt, dann wäre das nicht überraschend, sondern wir wollten es von unabhängiger Seite, eben von der Expertenkommission, von der Monitoringkommission bewerten lassen. Dafür sind wir heute hier. Wie gesagt, unsere Zusammenfassung ist, dass wir ein gutes Stück vorangekommen sind. Und alles Weitere wird der Kollege Altmaier machen für den Bereich auch insbesondere erneuerbare Energien und natürlich Professor Löschel mit seinem gesamten Team. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Rösler. Herr Altmaier, bitte. Ja, vielen Dank. Ich kann daran anschließen, wenn Sie diesen Bericht lesen. Und dann werden Sie feststellen können, erstens, die Energiewende hin zu erneuerbaren Energien war richtig.
Sie ist richtig und sie bleibt richtig, nicht nur im Interesse der Umwelt, sondern auch im Interesse von langfristig bezahlbaren Energiepreisen. Das entbindet uns nicht von der Verantwortung, auch die Preisentwicklungen aktuell, kurz- und mittelfristig, so zu gestalten, dass wir saubere Energie verlässlich zu bezahlbaren Preisen für alle bereitstellen können. Der Monitoringbericht hat in diesem Zusammenhang eine wichtige Indikatorfunktion. Der Monitoringbericht wird uns in diesem Jahr, aber auch in den kommenden Jahren, objektiv darlegen, wo wir stehen, welche Hausaufgaben bereits gemacht wurden und welche Herausforderungen vor uns liegen. Es ist ganz wichtig, dass es uns gelungen ist, in den letzten 6 Monaten das Thema Energiewende so sichtbar auf der politischen Agenda zu platzieren, dass die volkswirtschaftliche und gesellschaftspolitische Bedeutung dieses Vorhabens inzwischen allgemein anerkannt wird und auch durch die Intensität des öffentlichen Interesses und der Debatte wiedergespiegelt wird. Wir haben zweitens in diesen zurückliegenden 6 Monaten eine Vielzahl von Maßnahmen gemeinsam vorbereitet und gemeinsam beschlossen. Allein heute mehrere Maßnahmen im Kabinett. Wir haben gemeinsam den Netzbedarfsplan entwickelt, gemeinsam mit der Bundesnetzagentur, die eine vorzügliche Arbeit geleistet hat. Wir haben dafür gesorgt, dass wir zu Priorisierungen gekommen sind, indem wir nicht alle Leitungen auf einmal dort hineingeschrieben haben. Wir haben uns bei der Offshore-Haftung geeinigt, bei der Reform der Photovoltaik bereits im Sommer und bei vielen anderen Maßnahmen. Trotzdem ist richtig, dass wir einen erheblichen Handlungsbedarf haben, um den Fortgang der Energiewende für die Zukunft zu strukturieren. Ein erster Meilenstein ist dadurch geschafft worden, dass sich die Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin im November zum ersten Mal auf eine nationale Ausbaukonzeption verständigt haben und dass die Bundesländer erklärt haben, dass sie bereit sind, auch ihre eigenen Ausbaupläne zu modifizieren. Das Zweite, was in dieser Besprechung erreicht worden ist, ist das gemeinsame Verständnis, dass wir eine grundlegende Reform des Erneuerbaren Energiengesetzes wollen und brauchen und dass wir das Erneuerbare Energiengesetz zu dem zentralen Steuerungsinstrument machen wollen, das den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien regelt und ihre Abstimmung auf den Ausbau der Netze, ihr Zusammenspiel mit den konventionellen Energien. Wir haben dazu den Dialog begonnen über das Erneuerbare Energiengesetz und seine Reform. Und ich habe einen Verfahrensvorschlag vorgelegt. Der Monitoringbericht zeigt uns, dass wir beim Ausbau der erneuerbaren Energien insgesamt auf Zielkurs liegen. Wir werden die Ausbauziele bis zum Jahre 2020 erreichen und aller Voraussicht nach übertreffen. Es wird aber auch deutlich, dass die Koordinierung mit den zuvor genannten Bereichen verbessert werden muss und dass wir überhaupt in manchen Bereichen auch Instrumente erst brauchen, die diese Koordinierung ermöglichen. Es wird deutlich, dass wir im Bereich der Erneuerbaren, im Wärme- und Kältebereich, den Anteil von 10%, den wir derzeit haben, weiter ausbauen müssen. Auch das ist eine wichtige Baustelle für die Zukunft. Wir wollen das Erneuerbare Energiengesetz auch marktwirtschaftlicher gestalten, weil wir fest davon überzeugt sind, dass das Erneuerbare Energiengesetz umso besser funktionieren wird, je klarer der Weg zur Wettbewerbsfähigkeit der erneuerbaren Energien vorgezeichnet wird. Insofern ist dieser Monitoringbericht ein erster Meilenstein. Ich bedanke mich sehr bei Herrn Professor Löschel und der Expertenkommission für eine Fülle von Anregungen, was die Konkretisierung in den nächsten Jahren angeht, die Verbesserung der Datenbasis angeht. Und ich will als letzten Satz sagen, wir haben die Probleme gemeinsam identifiziert und benannt, der Kollege Rösler und ich. Wir arbeiten auch gemeinsam an Lösungen. Aber es liegt mir sehr daran, auch noch mal hier deutlich zu machen, dass wir beide gemeinsam den Erfolg der Energiewende wollen und dass wir deshalb dieses Projekt als ein positives Projekt kommunizieren wollen. Es ist die wichtigste Herausforderung für unser Land seit dem Wiederaufbau und der deutschen Einheit. Und deshalb muss diese Herausforderung so bewältigt werden, dass sie die deutsche Position in der internationalen globalisierten Wirtschaft verstärkt und ausbaut. Ich sehe uns auf einem guten Weg und glaube, dass wir die Probleme gemeinsam lösen können. Danke Ihnen, Herr Altmaier. Dann darf ich Herrn Professor Löschel bitten. Ja.
Die Expertenkommission hat ja die Aufgabe, den von der Bundesregierung erstellten Monitoringbericht wissenschaftlich einzuordnen und zu bewerten. Ich freue mich, dass auch meine Kollegen Professoren Erdmann, Steiß und Ziesing hier im Publikum sind. Wir sehen den ersten Monitoringbericht der Bundesregierung und auch unsere eigene Stellungnahme tatsächlich als Eröffnungsbilanz für einen Prozess, der langfristig angelegt ist und bei dem es auch wichtig ist, noch einmal klarzumachen, dass nicht alle Entwicklungen, die wir heute sehen, auf die Energiewende zurückführbar sind und einige Maßnahmen, die heute ergriffen wurden, auch sich noch nicht in den Daten niederschlagen konnten. Trotzdem haben wir versucht, hier die perspektivische Zielerreichung in den verschiedenen Handlungsfeldern zu urteilen und eben wichtige Handlungsfelder auch zu identifizieren. In dieser Gesamtbetrachtung zeigt sich, dass die bisherige Bilanz in den verschiedenen Bereichen tatsächlich unterschiedlich ausfällt. In einigen Bereichen sind wir auf einem guten bis sehr guten Weg, etwa beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Der verläuft tatsächlich in allen Sparten, also Strom, Wärme und Verkehr, erfolgreich, insbesondere natürlich durch die Ausbaudynamik im Stromsektor. Aber hier ist zu beachten, dass wir eher eine schwache Entwicklung im Bereich der Offshore-Windenergie sehen und auch natürlich Unsicherheiten bezüglich der zukünftigen Entwicklung bei der Photovoltaik. Deswegen aus unserer Sicht Systemintegration und auch Koordination von erneuerbaren Ausbau und Netzausbau eine ganz besondere Rolle spielen muss. In den letzten Jahren hat sich die Energieeffizienz in Deutschland spürbar verbessert. Allerdings ist noch nicht klar, ob sich Deutschland tatsächlich auf dem Zielpfad im Bereich der Energieeffizienz befindet. Die Energieproduktivität müsste sich in den nächsten Jahren tatsächlich stärker entwickeln, als wir das in den letzten 20 Jahren gesehen haben. Auch im Bereich des Netzausbaus wurden aus unserer Sicht wichtige Weichen in jüngster Zeit gelegt. Auch hier muss sich aber erst noch zeigen, ob und mit welchem Tempo die Fertigstellung neuer Trassen nach Süddeutschland dazu tatsächlich beschleunigt werden kann. Augenblicklich sind hier tatsächlich Verzögerungen im Netzausbau festzustellen. Der ist aber dringend notwendig, da aus unserer Sicht die aktuell geplanten Kraftwerkskapazitäten, insbesondere bei einer regionalen Betrachtung für den süddeutschen Raum, deutlich nicht ausreichen. Deswegen sollte auch die Frage der Versorgungssicherheit große Aufmerksamkeit finden. Wir haben uns auch mit den Kosten der Energiewende auseinandergesetzt. Allerdings schlagen wir hier vor, nicht nur die Lastverteilung dieser Kosten zu betrachten, also sprich nicht nur die einzelnen Endverbraucher und ihre Energiepreise im Blick zu haben, sondern eben auch aggregierte Indikatoren zur Beurteilung heranzuziehen. Wir haben das versucht für den Strombereich, wo man sieht, dass der Anteil der Ausgaben für Elektrizität am nominalen Bruttoinlandsprodukt augenblicklich bei etwa 2,5% liegen. Das entspricht dem Niveau von 1991. Das heißt, aus unserer Sicht ist das tatsächlich noch tolerabel, soll aber nicht zur Sorglosigkeit verleiten, da wir sehen, dass verschiedene Kostensteigerungen für die Zukunft zu erwarten sind. Die Ziele werden also in unterschiedlichem Umfang erreicht. Und deshalb ist aus unserer Sicht auch ganz wichtig für die weitere Ausgestaltung der Energiewende, hier eine Hierarchisierung der Ziele vorzunehmen. Also was sind tatsächlich Oberziele der Energiewende, die unverrückbar zu erreichen sind? Was sind flankierende, flexible Unterziele? Aus unserer Sicht sind die beiden Oberziele der Energiewende der Ausstieg aus der Kernenergie und die Reduktion der Treibhausgase. Zeigt sich im Rahmen dieses iterativen Prozesses, dass verschiedene der anderen Ziele, der untergeordneten Ziele, nicht oder nur zu unverhältnismäßig hohen ökonomischen, sozialen oder ökologischen Belastungen erreichbar sind, dann müssen auch diese Ziele angepasst werden. Andere Bereiche müssen dann aber kompensieren. Unsere Darstellung des Fortschritts in diesen verschiedenen Handlungsfeldern der Energiewende soll genau diesen Prozess anstoßen. Ich danke Ihnen, Herr Professor Löschel. Die erste Frage geht an Sie, Herr Kollege. Ja, Gerwin Klinger von Energate. Ich habe eine Frage an die beiden Minister. Mir ist jetzt nicht ganz klar geworden, was Ihre Aussage zu einer EEG-Reform ist. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Rösler, haben Sie gesagt, Sie wollen im März des nächsten Jahres ein Konzept dafür vorlegen. Bei Herrn Altmaier bin ich mir immer nicht so sicher, ob er der Meinung ist, dass das noch in dieser Legislaturperiode passieren wird. Und ich war gerade bei der Deutschen Umwelthilfe, die würde sich geradezu freuen, wenn Sie keine EEG-Reform mehr versuchen von Schwarz-Gelb aus. Also zunächst einmal haben wir gemeinsam in der Regierungskoalition beschlossen, dass wir zum März eine grundlegende Reform vorlegen wollen. Das werden wir auch gemeinsam mit den Kollegen diskutieren. Warum denn eigentlich März 2013? Ganz einfach. Kollege Altmaier hat zu Recht darauf hingewiesen, dass die Umsetzung der Energiewende im Bereich erneuerbare Energien nur gemeinsam mit den Ländern passieren kann.
Da gab es erste positive Ansätze jetzt im November bei der letzten Ministerpräsidentenkonferenz, weil die Länder erstmalig gesagt haben, dass sie bereit wären, ihre Ausbauziele mit den Zielen der anderen Länder auf Bundesebene zu synchronisieren, zu koordinieren. Und deswegen haben wir den nächsten März 2013 für die Vorschläge gewählt, weil dann die nächste große Ministerpräsidentenkonferenz ansteht, wo wir natürlich mit den Ländern auch sprechen müssen. Jetzt haben wir nach wie vor noch die Situation, trotz der erklärten Bereitschaft, dass wir 16 verschiedene Energiekonzepte haben bei 16 Bundesländern. Und Sie kennen die Diskussion, 8 Bundesländer möchten sich mindestens selber autonom versorgen mit erneuerbaren Energien. Weitere 8 möchten gerne exportieren. Das wird dann nicht zusammenzubringen sein. Und das erklärt, dass wir das gemeinsame Ziel haben, eine grundlegende Reform des EEGs im Sinne mehr Marktwirtschaft, passend eben zu einem System zur sozialen Marktwirtschaft. Aber der Zeitplan ist so, wie wir ihn beschrieben haben, weil wir eben auch mit den Ländern noch darüber sprechen müssen. Denn wie gesagt, die Energiewende wird nur gemeinsam gelingen, Bund, Länder und Europa zusammen. Ich glaube, dass unbestritten ist inzwischen, dass wir eine grundlegende Reform des EEG brauchen, zusammen mit anderen Maßnahmen. Es ist auch unbestritten, dass diese Reform nur gelingen kann, wenn sie auf einer nationalen Ausbaukonzeption fußt, die dann durch das neue EEG umgesetzt wird. Ich habe einen Prozess eingeleitet mit meinem Verfahrensvorschlag zur EEG-Reform aus dem Oktober, der alle Elemente enthält, um dieses zu einem Ergebnis zu bringen. Und es wird natürlich auch davon abhängig sein, welche Konsense und welche Mehrheiten sich dafür abzeichnen. Die Reform des EEG ist ein Prozess, der sicherlich mindestens so ambitioniert ist wie eine Gesundheits- oder eine Rentenreform, der tief eingreift in viele Bereiche des wirtschaftlichen Lebens und auch in den Alltag der Menschen. Und deshalb müssen wir das, was wir beschließen, verantworten können. Und dazu gehört auch, dass wir die Ergebnisse nicht einem monatelangen Vermittlungsverfahren überlassen sollten, sondern dass wir führen müssen. Und wir haben in der Vergangenheit gezeigt, dass das Bundeswirtschaftsministerium und das Bundesumweltministerium imstande waren, sich nach den notwendigen Diskussionen immer auch auf gemeinsame Positionen zu einigen. Und ich gehe davon aus, dass das auch in der Zukunft der Fall sein wird. Herr Kulloff, bitte. Zum Thema Energieeffizienz. In der Stellungnahme der Wissenschaftler, der Experten, heißt es zu ihrem Monitoringbericht da, Tempo und Intensität müssten noch erheblich gesteigert werden. Es wären Aussagen mit Blick auf eine Zielerreichung wünschenswert. Und das, was an Maßnahmen aufgeführt ist, denen fehle eine Einordnung ihrer Effektivität und Effizienz. Das kann man ja wohl zu Deutsch als Klatsche übersetzen. Sie, Herr Rösler, sagten aber zur Effizienz, da das gehe kontinuierlich voran. Also was tut die Bundesregierung, damit die Kritik der Experten jetzt hier nicht Form, Frist und folgenlos bleibt? Also zunächst einmal zum Thema Energieverbrauch und Energieeffizienz kann man auch dem Monitoringbericht von den Zahlen her entnehmen. Der Energieverbrauch ging im Jahre 2011 übrigens trotz deutlich steigender auch wirtschaftlicher Tätigkeit kräftig zurück, nämlich -4,9%. Der Bruttostromverbrauch, und das wird ja auch diskutiert, lag 2011 um 1,5% unter dem Wert des Vorjahres. Und für uns ist immer das Vergleichsjahr auch 2008, da lag er um 2,1% unter dem Verbrauch von 2,8. Also was die Frage Stromverbrauch anbelangt, sprechen die Zahlen hier eine eindeutige Sprache. Zu Recht hat die Kommission darauf hingewiesen, dass man im Bereich Energieeffizienz nicht nur den Gesamtstromverbrauch, den Gesamtenergieverbrauch in Deutschland betrachten muss, sondern auch einzelne Bereiche. Zwei sind kritisch beleuchtet worden, nämlich einmal der Verkehrsbereich und zum anderen der Baubereich. Beides liegt zwar nicht in meiner Zuständigkeit, trotzdem will ich eines dazu sagen. Ich finde es bemerkenswert, dass gerade die Opposition das ja nun auch schon aufgegriffen hat im gestrigen Tage, obwohl es gerade diejenigen waren, die in der letzten Woche noch im Bundesrat, das war eine so eine Maßnahme, nämlich energetische Gebäudesanierung, verhindert haben, und zwar endgültig verhindert haben. Da ging es ja, Sie wissen das, um die steuerliche Absetzbarkeit. Die Bundesregierung hat heute konkret gehandelt, indem wir den Teil, den wir übernehmen konnten, nämlich 300 Millionen Euro, zusätzlich zu den 1,5 Milliarden Euro KfW-Programm, das es schon gibt zur Steigerung der energetischen Gebäudesanierung,
eben noch mal mit beschlossen gemeinsam. Das heißt also, das, was in unseren Möglichkeiten stand auf Bundesebene, das wurde gemacht. Aus ideologischen Gründen haben leider die Bundesländer, viele Bundesländer, es eben verhindert. Das wäre ein wesentlicher Baustein gewesen, auch zur Steigerung der Energieeffizienz, zur Minderung des Energieverbrauches. Denn gerade im Bereich Gebäude gibt es noch die größten Effizienzreserven. Man spricht von bis zu 40%, die man einsparen kann im Gebäudebereich. Deswegen ist das so immens wichtig, Unabhängigkeit von der Zuständigkeit. Aber was die Frage gesamtvolkswirtschaftlich anbelangt, ist es eindeutig, dass wir hier Fortschritte gemacht haben. Herr Denkler, bitte. Eine Frage an Herrn Löschel. Wenn man Berichten, die durch das Haus des Ministers Rösers geht, noch Glauben schenken darf, wie sehen Sie denn, da gibt es an Ihren Stellen in dem Bericht, wo Sie sagen würden, da müsste nur sozusagen nochmal nachgebessert werden aus Ihrer Sicht und vielleicht ein bisschen mehr Wahrheit hinein? Also ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass der Monitoringbericht der Bundesregierung in der Beziehung sehr viel Wahrheit enthält. Also ich sehe jetzt nicht, dass hier im Endeffekt das Ganze geglättet wurde, sondern eigentlich sind die ganzen kritischen Punkte auf den Tisch gebracht, auch im Monitoringbericht. Wir machen eine Zuspitzung natürlich in einigen Bereichen, die habe ich ja auch vorhin schon aufgeführt. Ich denke, das ist wichtig, aber also ich sehe jetzt nicht, dass es hier ein unrealistischer Bericht ist, der erstmal vorgelegt wurde. Es geht also zum Beispiel im Bereich der Energieeffizienz tatsächlich darum, einfach die jetzt angedachten Maßnahmen konsequent umzusetzen, auch zieladäquat auszustatten und hier richtig Druck zu machen, auch in dem Bereich. Aber viele Sachen sind angegangen worden. Herr Leifert. An die beiden. Meine Frage richtet sich an beide Ministerien. Sie verwenden beide den Begriff EEG-Reform und es muss reformiert werden und Sie wollen ein entsprechendes Konzept im März vorlegen. Was verstehen Sie jeweils unter Reform? Bisher ist ja der Eindruck entstanden, dass Sie gerade in diesem Punkt nicht an einem Strang ziehen würden. Vielleicht können Sie, Herr Altmaier, kurz sagen, was nach Ihren Augen reformiert werden müsste. Und vielleicht können Sie, Herr Rösler, das Gleiche noch mal sagen. Und dann noch mal klar wird, wo Sie Reformbedarf im Gesetz sehen. Ja. Also es gibt ja überhaupt keinen Zweifel, dass das EEG in den ersten 10 Jahren seines Bestehens ein wichtiges und richtiges Instrument war, um den volumenmäßigen Ausbau der erneuerbaren Energien voranzubringen. Das hat funktioniert, und zwar so, dass wir in diesem Bereich über dem Soll liegen und dass wir die Zielvorgaben im Strombereich ohne weiteres erreichen. Richtig ist aber auch, dass sich inzwischen die Erkenntnis verbreitet hat, dass es nicht ausreichend ist, nur den volumenmäßigen Ausbau zu steuern, sondern es kommt darauf an, auch Kosten wirksam zu begrenzen, Subventionen möglichst effizient auszugeben, möglichst viel Marktwirtschaft zu ermöglichen und gleichzeitig den Ausbau der erneuerbaren Energien abzustimmen auf den Ausbau der Netze und umgekehrt und den Ausbau der erneuerbaren Energien abzustimmen auf die konventionellen Kapazitäten und umgekehrt. Dafür fehlen bislang die Instrumente im Erneuerbaren Energiengesetz. Und deshalb haben wir uns mit den Bundesländern darauf geeinigt, dass wir dieses Defizit beseitigen und dass wir ein Gesetz vorlegen, was für die nächsten 10, 15 Jahre den Ausbau der erneuerbaren Energien ermöglicht, verlässlich, berechenbar für alle Beteiligten. Diese Prinzipien werden erarbeitet. Da gibt es eine Debatte, die weit über den Kollegen Rösler und mich hinausreicht, sowohl in die Fraktionen und Parteien wie auch in die Wirtschaft und in die Verbände über die Frage, welche Instrumente gewählt werden sollen. Es gibt unterschiedliche Lösungsvorschläge und das ist der Grund, warum ich einen EEG-Dialog eröffnet habe. Wir haben vor 2 Wochen mit der ersten Veranstaltung begonnen zum Thema, wie geht es mit der Photovoltaik weiter, lang- und mittelfristig. Und dort ist sehr offen diskutiert worden. Das werden wir auch für alle anderen Bereiche, für die Windenergie, für die Biomasse, für die Frage der Finanzierung tun. Und wir werden dann auf der Grundlage dieser Ergebnisse uns gemeinsam auf Leitlinien verständigen. Ich sehe keine Schwierigkeiten, die unüberwindlich sein sollten. Und es wird so sein, dass der Monitoringbericht für uns eine ganz entscheidende Hilfe in Zukunft sein wird, weil er uns jedes Jahr erklären wird, wo wir stehen und wo es Nachsteuerungsbedarf gibt und in welche Richtung.